Der Campingplatz liegt mitten im Elsasser Weingebiet mit einer schönen Aussicht auf die drei Burgen. Er bietet viele Dienstleistungen, die einen Aufenthalt dort sehr angenehm machen. Der Campingplatz ist unweit vom Dorf und liegt mitten in den Weinbergen. Durch Täler und über Hügel schlängeln sich die Reben auf einer Länge von über 170 Kilometern entlang des Elsasses. Diese endlosen Weiten von Weinbergen sind immer wieder faszinierend. Ein Weinlehrpfad steht dem Besucher von Eggisheim zur Verfügung. Nicht jeder kann ein Weinprofi sein, denn es gibt ja bekanntlich mehr Weintrinker als Weinkenner. Der Weinpfad ist auf eine sehr originelle Art und Weise präsentiert. Unterschiede zwischen den verschiedenen Traubensorten werden erklärt. Was ist Silvaner oder ein Riesling? Was ist ein Cremant und wie wird er hergestellt? Weinanbau im Elsass wurde vermutlich bereits in vorrömischer Zeit von den Kelten betrieben. Unter römischer Herrschaft erlebte er eine Blütezeit, die mit dem Einfall der Germanen im 5. Jahrhundert endete. Dokumente aus dem 9. Jahrhundert belegen bereits einen Weinanbau in mehr als 160 Orten der Gegend. Im 16. Jahrhundert wurde auf einer circa doppelt so großen Fläche wie heute Wein angebaut. Zahlreiche noch erhaltene Gebäude aus dem Zeitalter der Renaissance zeugen von dieser Blütezeit. Der Dreißigjährige Krieg setzt dieser hohen Zeit ein Ende und bringt Krieg, Hunger und die Pest über das Land. Es wurden praktisch alle Rebflächen zerstört. Nach Beendigung des Kriegs erholte sich der Weinbau wieder und die Anbaufläche steigt auf über 30.000 Hektar im Jahr 1828. Unter dem Einfluss von Reblaus und Rebkrankheiten wie dem Mehltau und dem zunehmenden Bierkonsum ging der Weinbau auf eine Fläche von nur noch 9.500 Hektar zurück. Davon sind 7.500 in der heutigen Appellation. Durch die Weinberge kann man sehr gut wandern. Dies ist aber nur in den Morgenstunden zu empfehlen. Nach 11 Uhr wird es sehr warm in den Weinbergen und 35 Grad sind da keine Seltenheit. Wer nicht so gut zu Fuß ist, kann gerne eine Segway-Tour in Eggisheim buchen. Ein Ausflug zu den Störchen ist jedes Mal ein Muss. Im Grunde genommen ist es ein Storchenheim, wo verletzte Tiere wieder aufgepäppelt werden. Diese werden dann in Käfigen gehalten bis zu ihrer Genesung. Andere haben ihre Nester rund um die Station gebaut und brüten jedes Jahr in diesem Revier. Im Moment ist es Ende August, der Nachwuchs ist erwachsen und sie lassen es sich gut gehen in den warmen Sonnenstrahlen am Nachmittag. Das Winzerfest von Eggisheim ist die Wiege des Elsässer Weinanbaus. Es ist das größte Weinfest im Elsass. Jedes Jahr versammeln sich zu diesem Anlass mehr als 15.000 Besucher, um den Wein und seine Winzer zu feiern am letzten Wochenende im August. Am Samstag ab 15 Uhr beginnt die Feier und dauert bis sonntags um Mitternacht. Es beginnt ein unterhaltsames festliches Programm mit vielen Orchestern, die an verschiedenen Orten im Dorf aufspielen.
Die Winzer öffnen ihre Höfe und Keller und laden die Besucher zur Verkostung der lokalen Spitzenweine ein. Der Umzug am Sonntagnachmittag ist der Höhepunkt des Festes. Musikvereine, Gemeindeharmonien, Folkloregruppen und Festwagen ziehen durch das Dorf. Woo!
Mit Stolz präsentieren die Weinbauer ihr mittelalterliches Dorf mit vielen Winzerbetrieben, Renaissancehäusern, blumengeschmückten Gassen und Gässlein mit zeitlosem Charme. Mit ihrer Tradition und ihren Weinen bescheren sie dem Besucher ein einmaliges Erlebnis.